Behrensen am Standort Minden. Dieser Standort ist der einzige innerhalb der Behrensen-Gruppe, an dem Spirituosen hergestellt werden. Er ist aber noch aus einem anderen Grund besonders. Warum das so ist, wissen Sie, das Projektteam. Thomas Faust, Head of Operations. Christian Schregelmann, Projektleiter Krones. Arthur Haller, Teammanager Bodling. Hanna Tölke, Deputy Team Manager Laboratory. Daniel Kruse, Teammanager Production Planning. Christian Redeker, Technical Manager. Sie haben es geschafft und fahren Ihre Produktion und Ihre Maschinendaten digital. Papier wird hier, wenn überhaupt, anders verwendet. Wir möchten euch gern das Projekt Mehrblick einmal vorstellen. In dem Projekt sind Produktionen sowohl auch Prozesse in der Verwaltung implementiert. Mit der Firma Krones haben wir die Prozesse digitalisiert. Es beginnt mit der Projektplanung bis zur Digitalisierung unserer Fertigungsaufträge. Und jetzt zeige ich euch das alles einmal. Hier in Minden werden die Spirituosen hergestellt. Über 142 Millionen Flaschen pro Jahr. Und den genauen Stand haben die Mitarbeitenden jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Ja, sogar jede Sekunde im Blick. Denn mit den Analytics-Lösungen von Krones lassen sich Maschinendaten schnell erfassen. Aber nicht nur das. Viele Prozesse wurden auf Papier gebracht. Wenn wir Maschinendaten benötigen, mussten wir eine Dokumentation sichten, die nicht auftragsbezogen war. Wie Behrensen das mit Krones gelöst hat, erklärt am besten Christian Schregelmann. Sehr gerne, Thomas. Auf Basis der SAP Business Technology Plattform haben wir eine Lösung entwickelt, die für den Bereich Abfüllung und Verpackung zukunftsweisend ist. Alle produktionsrelevanten Prozesse wie Auftragsmanagement, lückenlose Chargenrückverfolgung oder auch die fertigungsbegleitenden Qualitätsprüfungen haben wir digitalisiert und mit dem SAP ERP von Behrensen integriert. Zum Beispiel nutzen wir auch die Zähler und Stillstände des Share-to-Act Advanced Analytics und bringen sie in den Kontext des Fertigungsauftrags. Im Krones-Ökosystem werden die Produktionsprozesse über 4 Ebenen digitalisiert. Von der Maschine über die Krones Operating Plattform, über die Krones IIoT Plattform bis hin zur SAP Business Technology Plattform und so die Shopfloor-Daten mit den Geschäftsprozessen von Behrensen verknüpft. Mit der neuen Lösung entfällt der manuelle Papieraufwand. So können sich die Mitarbeitenden auf die eigentliche Auftragsausführung konzentrieren. Aus Shopfloor-Sicht bedeutet das kürzere Rüst- und Anlaufzeit beim Umbau und beim Sortenwechsel, sichere Einhaltung der QM-relevanten Abläufe und eine deutliche Reduzierung der Fehler durch die Materialvalidierung. Wir sind super zufrieden mit der von Krones angebotenen Lösung. Auch beim Qualitätsmanagement und im Labor wirken sich die neuen digitalen Prozesse positiv aus. Früher war es für die Rückverfolgbarkeit sehr aufwendig und zeitintensiv, die benötigten Unterlagen herauszusuchen. Heute mit dem neuen Krones-System geht es einfach per Knopfdruck. Die benötigten Unterlagen sind sofort da. Und so laufen die Daten aus den Bereichen auf Unternehmensebene zusammen. Großartige Transparenz findet auch der Werksleiter. Durch die Kombination von Echtzeitdatenanalysen, Ursachenanalysen und geplanten Optimierungen können wir unsere Produktivität erheblich steigern. Smooth, wie das läuft. So wie überhaupt die ganze Projektzusammenarbeit findet Christian Redeker, Technical Manager. Durch Ihr Know-how und Ihre langjährige Erfahrung in der Getränkeindustrie waren viele Prozesse von Krones schon bekannt. Die Herangehensweise an das Projekt war vorbildlich und einfach super. Wir haben sie nie als Dienstleister gesehen, sondern immer als Teil des Projektteams. Wenn alle so zufrieden sind, dann gibt es doch bestimmt auch schon Pläne für die Zukunft, oder? Zusammen mit Krones arbeiten wir an einer KI-basierten Produktionsfeinplanung und wir konnten bereits erste Testdurchläufe starten und hatten bei manchen Produktgruppen eine Leistungssteigerung von bis zu 15%. Und wenn wir das auf unser gesamtes Portfolio ausbreiten könnten, wäre das ein enormes Potenzial. Besonders und bemerkenswert, wie eben auch Behrensen am Standort Minden mit dem Mehrblick.